Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon: A New Beginning. Guckt mal, der Reis ist endlich fertig. Ich bin sehr froh darüber. Eigentlich wollte ich bis zum nächsten Tag offscreen spielen, aber aufgrund des nun vorhandenen Reises möchte ich ein paar Umbaumaßnahmen beginnen. So, waren das jetzt nur die beiden oder waren das nicht drei Reisfelder? Ach, hier ist noch das dritte. Ich dachte schon. Yay! Jetzt haben wir auf jeden Fall ganz viel Reis. Und wir setzen hier jetzt normale Felder wieder hin. Morgen werden wir auch die sich hier befindlichen Süßkartoffelfelder auch noch entfernen. Und dafür dann da was anderes hinsetzen. Aber eins nach dem anderen, na, das ist kein Problem, liebe Freunde. Wir bauen erstmal den Spaß rum. Und morgen haben wir endlich die Süßkartoffeln fertig. Ich kann es kaum erwarten. Edith. Okay. Ich vergesse immer andauernd, ob es bei Rebecca was Neues gab. Höchstwahrscheinlich nicht. Ich denke mal, bei ihr wird es dann wieder einiges Neues geben, wenn wir endlich mal den nächsten Stadt... Was mache ich denn hier? Stadtwiederherstellungsplan anfangen. So, ich würde gerne hier ein bisschen setzen, hallo. So kann ich, was ist denn hier schon wieder los? Ich wollte das gar nicht wegnehmen. Los, okay. So, weg mit dem Paddy. Ist erstmal kein Bock da drauf. Vielleicht irgendwann mal wieder, aber jetzt im Moment nö. Nehme ich lieber die anderen. Da, nee. Nicht. Vielleicht von der Seite. Stell mich wieder mal an wie der erste Mensch. So. Kann ich vielleicht noch ein Stück ranschieben? Sind sie zu gequetscht aus? Wir gucken mal. Hallo? Ich würde gerne hier was hinlegen. Hallo? Spiel? Darf ich? Nein? Okay. Auch gut. Hallo? So. Das Spiel lässt mich schon nichts hinlegen. Spiel! Hallo? Spiel sagt so, nö. Und drückt mir fett den Stinkefinger ins Gesicht. Warum müssen Spiele immer so kompliziert sein? Das muss ich doch gerne mal hier schieben. So. Ja, dann muss ich schon wieder die ganzen Bewässerungsdingsies da hinstellen im Nachhinein. Weil das Spiel das so möchte. So und nicht anders. Naja, was will man machen? Das Spiel ist halt sehr eigenwillig. So ist. Und hier oben bin ich einmal dabei. Bin auch nochmal. Warum habe ich es gedreht? Zurückdrehen, bitte. So. Okay, das reicht. Zurück zum Studio. Zurück zum Studio, zu meinem Kollegen. Ich brauche dann jetzt insgesamt 8 Ellen. Alles okay. Übrigens, guck mal. Ellen hat bei uns jetzt ein rosa Herz. Läuft bei uns. Oh Mann, Ellen. Das ist echt cool. Okay, bei Ellen und Neil läuft es echt super. Mal gucken, wann noch Rod und Soseki nachziehen. So, wie geht's denn jetzt hier weiter? Rote Rosen? Da kann der Chico weit. Ja, toll. Das geht alles hier noch nicht. Weil die weißen Rosen und die Gerbera so ewig auf sich warten lassen. Dann nehmen wir jetzt von den 8 mal ein bisschen Nadeshiko. Dann noch Spinat und ein paar Rüblis. Also hier ein paar Karotten und dann ist auch wieder gut, oder? Also, Spinat zweimal. Was soll der Geiz? Noch zweimal Karotten. Und fertig ist der Husten. Hust, hust! So, ja, Spinat. Schön, ja. Oh. Und jetzt noch Karotten. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Kaktus! Kaktus gibt bestimmt auch. Oder? Was? Man kann nur einen einzigen Kaktus aus Kaktus. Achso, ne, ich kann ja eh nur einen machen. Ist ja klar, ich habe nur einen einzigen Kaktus. Was bringt das so? So, ich habe nur einmal Kaktussaat gemacht. Jetzt wird es ganz spannend. Gucken aber trotzdem nochmal ganz kurz wegen Karotten. Genau, dann nehmen wir eine. Und es kann sein, dass wir Kakteen nur im Sommer anpflanzen können. Oder immer. Eins von beiden. Man weiß es nicht. Man munkelt nur. Hallo. Danke. So, schauen wir mal. Hier.
All Seasons. Na, sieh mal einer an. Okay. Dann züchten wir jetzt Kaktussen. Naja, Kakteen. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. La, 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 la. Okay. Genau. Ich hole meine Acke. Meine goldene Ho-Ho-Ho. So. Auch nochmal. Nur die drei sind's, ne? Müsste eigentlich logisch sein. I feel exhausted. Natürlich. Was möchtest du denn essen? So viel Auswahl gibt's nicht. Nimm den gekochten Brokkoli, meine Süße. Okay, los geht's. Kaktus. Ja, mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie lange die brauchen. Ich hab's schon wieder vergessen, wo es da stand. Naja, ich bin not so smart, wie man vielleicht denken mag. Okay. Bessern wir mal ja auch mal alles, wenn ich einmal hier oben rumstehe. Ist ja egal, ob wir erst bewässern oder erst aussehen. So. Wunderschön. Ich würde mich gerne mal irgendwie anders hinsetzen. Mein eines Bein übers andere schlagen, aber ich habe mich verheddert mit den Kabeln. Läuft mal wieder gut bei mir. So, nicht, dass wieder mein DS auf einmal ausgeht, weil kein Strom mehr dran ist. Das hatten wir ja erst. Das muss nicht nochmal sein. Bitte nicht. So, okay. Und dann... Ja, hier unten war noch. Okay. Jetzt haben wir aber genug Gebäras, oder wie die heißen, angepflanzt. Jetzt ist auch mal gut hier. Noch ein bisschen Spinat. So, und jetzt darf der ganze Spaß hier wachsen. Wachsen, wachsen, wachsen. Ach ja, habe ich hier unten eigentlich schon gedüngt? Ich glaube, nein. Gut, dann erledigen wir das direkt mal noch. Yippie. Yippa. Jippu. Jippelülippel. Ach so, alle. Natürlich. Ich brauche dringend Neues. Ich habe, glaube ich, noch ein 99er-Stack. Mindestens einen noch im Inventar, also in meiner Box. Aber ich möchte jetzt auch nicht so sehr strapazieren. Nun gut. Dann muss ich mal ganz kurz überlegen, wie wir jetzt weitermachen. Nach kurzem Überlegen kam ich zu dem Entschluss, dass wir mal hochgehen und ein bisschen was verkaufen. Um die Tierchen habe ich mich ja schon gekümmert. Habe ich meine Haustiere schon gefüttert? Ich glaube, nein. Sollte ich dringend noch... Ach nee, die haben noch. Die haben, okay. Da habe ich sie wohl doch schon gefüttert. Kann ja auch mal passieren. Habe ich jetzt hier gedüngt? Ich glaube ja, aber ich prüfe nochmal nach. Ja, habe ich. Perfekt. Sehr gut. Gut, dann geht's mal hoch. Aha. So, dann versenden wir mal was. Ich glaube, heute hat auch wieder das Reisebüro offen. Ich habe sogar Small Sweet Fish. Das heißt, wir können einfach mal wieder zu... Was heißt einfach mal wieder? Ich mache das ja derzeit relativ oft. Wir können ja zu den Südinseln und, naja, ihr wisst schon. Ach, ich habe noch keine Eier mitgenommen. Na, egal, nehme ich morgen mit, das ist nicht so schlimm. Gut, gehen wir mal zu den Südinseln und gucken, ob wir da vielleicht wieder ein paar Kokosnüsse finden. Das wäre doch wundertollig. Bei dir gab es nichts Neues, ne, Rebecca? Ich gucke jedes Mal nach, ich vergesse es immer wieder. Vermutlich hast du eh nichts Neues. Warum solltest du auch, Rebecca? Warum solltest du auch nützlich sein? Rebecca, und hier gibt's auch nichts Neues. Rebecca! Meine Güte! So! Ich weiß gar nicht, bei Juri wird es bestimmt auch eine ganze Menge an neuen Klamotten geben. Ich müsste mal wieder ganz viel zusammensammeln und mal zu ihr hingehen. Ja, sollte mal in absehbarer Zeit passieren, das wäre ganz formidabel. So, ach ja, da. Okay. So, lasst mich zu den Südinseln. Go, go, go. Und heute ist... Ach stimmt, am Wednesday haben sie ja zu, die frechen Lümmel. Ah. Und übrigens, fast alle dieser zufälligen Events, von denen ich euch erzählt habe, wo man halt eben irgendwelche Szenen mit den Leuten hat, die sind fast alle nur samstags und sonntags. Und ja, das sind natürlich von 7 Tagen nur 2. Und das ist nicht viel. Ja, gar nicht mal so gut. Dann muss ich mich ja mal samstags und sonntags, wenn ich mit euch zusammen aufnehme, darauf konzentrieren, dass wir mal ein paar Leute besuchen und dann entsprechend so ein Event triggern können. So, natürlich. Dieses Hühnerhütchen ist hier unten. Habe ich euch eigentlich geknuddelt heute? Ja.
alle geknuddelt, alle glücklich, nochmal Glück gehabt. Ach, was soll's. Nehmen wir gleich mal die Eier mit. Ah, gut, dass ich sie mitgenommen habe. Ich glaube, mehr als zwei Haufen kann man nicht decken. Das heißt, morgen hätte ich keine extra Eier bekommen. Was ich gestern schon nicht eingesammelt habe und heute nicht eingesammelt habe. Und am dritten Tag gibt es dann nichts mehr. Dann gehen dann die großen Hühnersaktionen los. Irgendwie so. Und dann gibt es nichts Neues mehr, was natürlich super duper schade ist. So, davor kaufen wir die jetzt gleich und dann schmeiße ich mich einfach mal ins Bett. Busch. So, Ei. Dann hoffen wir jetzt drauf, dass wir morgen endlich erlöst werden. Und endlich, endlich! Ich wollte mir am liebsten auf die Stirn schlagen dabei. Den nächsten Town Restoration Plan bekommen. Wir haben echt alles. Bis auf das. Each. Das Each hatte ich überlesen. Ich dachte, es wäre egal, was von beiden. Beides. Süßkartoffeln und Kartoffeln. So. Oh, es regnet sogar. Yippie-yay. Okay, liebe Freunde der Sonne, es ist soweit. Der große Tag ist gekommen. Die große Ernte. Kommt her, meine Kinder. Kommt zu Mutti. Kommt an meine Brust. Oh, endlich. Oh. So, natürlich stimme ich dann noch weiter. Weil ich so vorbildlich bin. So. Gute Qualität ist mir immer noch wichtig als Farmerin. Ich habe immer noch keine einzige Aubergine geerntet. Aber nun gut. Nun gut. Oh, wieder Nadeshiko. Boah, die wächst so schnell, ne? Ich glaube, da gehe ich heute nochmal zu Hanna und hole wieder was anderes. Weil was ich hier alles an Nadeshiko ernte, ist nicht normal. Herrjemini-mini. So, da gehen wir erstmal zu den Hühnern. Nur einfach nur, weil sie hier unten sind. It's Chicky Time! So. Ich weiß, ihr wollt gerne was essen, aber ich knuddle euch, ob ihr wollt oder nicht. So. Ich trinke übrigens. Das ist, glaube ich, wieder too much information. Ich erzähle es euch aber trotzdem. Ich trinke derzeit Ingwer-Cola, also Ingwer-Pepsi. Also Pepsi-Max mit Ingwer-Geschmack. Immer wenn ich so leicht aufstoßen muss, habe ich dann jetzt immer so einen Medizingeschmack im Mund. Das ist so ein Geschmack, den ich einfach irgendwie mit was Medizinischem assoziiere. Und ja, wegen Aufstoßen. Es hat Kohlensäure drin, was wollt ihr von mir? Und es ist ein bisschen, ich finde es irgendwie geil. Ich mag es auf irgendeine perfide Art und Weise, aber es ist dennoch so merkwürdig, dass ich es als nennenswert bezeichnen, betiteln würde. Also wir hätten nicht gerne ein Rups, ein Rups, genau, ein Medizin-Aroma, wenn du mal aufrübst. Das gute alte Rups, auch Rolps-Aroma. So, hier wieder schön durchknuddeln. So, wo ist sie, wo ist sie? Sie ist nirgendwo, da ist sie. Bürste trifft Kuharsch. Oh yeah. Ich hätte übrigens, wie gesagt, gerne eine ganz braune Jersey-Kuh gehabt. Aber das ist immer Zufall, was man kriegt. Und naja, ist okay. Ich liebe Rose so, wie sie ist. Und Sean ist wieder zu blöd, um irgendwo anders was zu essen zu finden. Sean. Sean, Baby. Der ganze Futtertrog da oben ist noch voll. Und du stehst vor dem hier und weinst rum, weil du nichts zu essen kriegst. Sean, was stimmt mit dir nicht? Ich will aber aus dem Trog was essen. Das denkt er vermutlich. Ich kann ja mal probeweise einfach mal rausgehen und ein bisschen draußen arbeiten und gucken, ob es Sean in der Zwischenzeit dann geschafft hat, den richtigen Futtertrog zu finden. Ich weiß es nicht. So eine Intelligenzstudie der Tiere hier. Ich will damit jetzt den realen Sean nicht unterstellen, dass er dumm sei, aber sein Schafpendant gibt sich momentan relativ viel Mühe da drin, einen schlechten Eindruck erwecken zu lassen. Auf Platz hier. Ich muss Rose noch machen. So, achso, ja. Leckerli-Time. So. Oh, Leckerlis. Schön verteilen. Bitteschön. Hier bekommen auch noch was. Sean, ich glaube, das ist gerade für Sean so ein richtig hartes Knobelspiel. Wie komme ich jetzt hier an Futter? Alle außer ich haben gegessen. Wie könnte ich satt werden?
Mann, wie funktioniert das mit dem Sattwerden? Da vorne ist ganz viel frisches Futter. Aber nein, ich bleib hier stehen und ärgere mich, dass ich kein Futter habe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin gemein. Na, kümmern wir uns erstmal um die Felder und dann gucken wir mal, ob Sean inzwischen dann das Rätsel gelöst hat, wie man hier an Fressen kommt. Wenn nicht, muss ich entweder mit dem Klöckchen nachhelfen oder da ein neues Futter reinkippen. Oh, er läuft ein paar Schritte. Vielleicht. Nein, Sean, nicht da. Das ist falsch. Sean wird verhungern. Oh, doch, wartet. Okay. Sean, schaffst du es? Ich glaube. Er frisst! Er hat's geschafft! Oh mein Gott, er hat rausgefunden, wie man an Futter kommt. Oh mein Gott. Er hat sich das selbst beigebracht. Oh mein Gott, Leute, die KI der Tiere hier wird irgendwann die Weltherrschaft an sich reißen. Wir werden alle sterben. Oh mein Gott. Sean hat sich selbst beigebracht, wie man Futter findet. Oh mein Gott, ey, sie sind lernfähig. Sie können sich selbst Dinge beibringen. Es ist das Ende der Menschheit. Alles versteckt auf dieser kleinen Cartridge von einem Kinderspiel. So, jetzt müssten wir endlich genug Süßkartoffeln haben. Ich werde es nicht fassen können. Ich weiß gar nicht, ob dann schon das Ding dann als abgehakt in meiner Liste ist, wenn ich schon alles versendet habe. So, da ist hier nichts Besonderes mehr. Das ist ja ganz toll. Okay, okay. Ach, ich muss ja noch. Zurück. Ich muss ja noch hier unten düngen. Fast vergessen. Warum hat keiner von euch was gesagt? Das ging ja fast daneben. Naja, das ging ja zum Glück jetzt doch nicht daneben. Ich habe ja dran gedacht. Keine Sorge, Mutti hat dran gedacht. Wann gibt es denn eigentlich jetzt hier mal irgendwie. Ich möchte hier mal was ernten. Wann passiert denn hier mal was? Mutti möchte hier mal irgendwelche Sachen ernten im Herbst. Ich weiß gar nicht. War nicht irgendwie hier Apfelblüte oder sowas? Keine Ahnung. Äpfel haben keinen Bock mehr. Doch, das ist so ein schönes Geschenk für Emma gewesen. Naja, schauen wir mal. Wie sieht's denn hier aus? Ist hier mal irgendwie was Apfelartiges fertig? Ja, hier sind Äpfel fertig. Vielleicht, weil ich die verrückt habe oder so. Hat sich das resettet? Der Wachsfortschritt oder ich hab's einfach gerade nicht gesehen. Keine Ahnung. Fünfer, ja. Apfelsaison ist eröffnet. Nice you. Gut. Dann versende ich mal die, ihr wisst schon, die Süßkartoffeln. Das war die Bezeichnung. Yes. 4, 8. Warum habe ich so viele Qualitätsabstufungen? Das verunsichert mich. Yay. Das müssten jetzt 16 gewesen sein. Geil. Aber ich kann vielleicht auch noch den Rest mitverkaufen. So was. Eier. Und die Milch habe ich da auch, oder? Ja. Jackmilch, Chelsea-Milch, normale Milch. So. Wow. Da droppen gleich mal die Frames vor Freude. Ich kann es kaum erwarten. Okay. Hanna, bei dir würde ich gerne noch etwas erstehen. Etwas kaufen. Oh ja, buy an item. Was nehmen wir denn mal? Nehmen wir Gebärersaat. Was soll's? So. Und ich gucke jetzt auch mal bei Town Restoration. Ja. Hab ich doch jetzt, oder? Ich habe auch genug Kartoffeln und genug Süßkartoffeln verschickt. Aber es ist trotzdem noch nicht abgehakt. Vielleicht erst morgen, wenn es dann weg ist? Ich weiß nicht. Das verunsichert mich gerade schon ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Oh, oh. Nicht, dass da jetzt irgendwas ganz gewaltig schief geht oder so. Das wäre jetzt nicht so geil. Was machen wir denn da? Unten ist das. Ja, selbst wenn, kann ich da jetzt im Moment leider nichts machen. Vielleicht muss ich noch mehr. Na, dann, ja, ich habe doch 100%ig 30 Kartoffeln verschickt. Gibt es da eine Übersicht dazu? Bestimmt. Na, vielleicht muss es wirklich erst dann verkauft werden. Dann gilt es erst. Guck mal. Am besten, ich gehe dann einfach schlafen und dann heißt es, ja, hier, geil.
Hier ist der nächste Dorfwiederaufbauplan. Das war doch ganz wundervoll, oder? Ja, ich denke schon. Ich bin auf jeden Fall etwas dadurch angespannt, aber das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. So, wir gehen wieder mal auf die Südinseln. In der Hoffnung, dass ich wieder ein paar Kokosnüsse finde. Das wäre ganz wunderbar. Aber dann gucken wir mal. Gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Yumi Let's Play Harvest Moon, A New Beginning. Bis zum nächsten Mal.